Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, wir sind in den Mantelwaldminen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Angekommen. Wir müssen uns hier mit den Wachen rumschlagen. Die zum Glück nicht viel können. Oh, der hat mal eine schwere Rüstung an. Oh, wer da aufpassen müssen, ist allen. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. So, hier sind nur Bergarbeiter. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Die Minenarbeiter, die ich kenne, sehen anders aus. Seid ihr neue Söhne von Daveron? Ja, wir sind neue Söldner. Vielleicht könnt ihr uns sagen, wo wir Daveron finden. Wir sind Abenteurer. Wir sind gekommen, um euch alle aus der Knechtschaft unter dem Eistod zu befreien. Sagt uns, wo wir den Herrn der Mine finden können. Verzieh dich. Na. Ja, wir sind Söldner. Warum stellt ihr mir so eine Frage? Ich weiß nichts. Lasst mich in Ruhe. Na, okay. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Also, dieser Schacht führt ins Nichts. Für euch, aber natürlich, Schätzchen. Worum geht es diesmal? Mit Vergnügen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Noch mehr Minenarbeiter und ein Faires. Psst, es gibt irgendwo einen Stöpsel, der diese Mine vor dem Wasser des Flusses schützt. Findet ihn, dann bleibt vielleicht vor dieser Hölle nur noch eine nasse Erinnerung. Wo ist dieser Stöpsel, von dem ich spreche? Dies ist die einzige Mine zwischen Baldur's Tor und Arm, die noch immer brauchbares Erz produziert. Wenn auch mit einer schrecklichen Methode. So gerne ich diesen stinkenden Mauer überfluten würde, wir brauchen vielleicht noch mehr als Erinnerungen von ihr. Wo ist dieser Stöpsel? Ich weiß nicht, aber es heißt, Daveron habe den Schlüssel immer bei sich. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Okay, da geht's runter. Holt mich aus diesem. Ja, meint, wenn das euer Wunsch ist. So, hier geht's noch lang. Oh, ein Wächter. Der hat irgendwie keine Lust. So. Der hat auch nichts Besonderes dabei. Mal ein Quicksave machen. Okay, der hat nichts Interessantes bewacht. Oh, hier ist ein Bett sogar. Na, Kumpel? Ich hab keinen Bock zu. Sicher. So, noch ein Toter. Für wenn das euer Wunsch ist. Bitte. Wobei Dawn ihn in Einzelteile zerlegt hat. Bitte. Worum, wie ihr wünscht. Wenn das euer Wunsch ist. Rettet mich, edler Herr. Ich war einst ein Bard, ich kannte. Ich war einst ein Bard, ich kannte alle Lieder, die es jemals gab, und ich konnte sie alle so schön singen. Aber jetzt ist mein Hals im Staub erstickt und meine Lunge sind in dieser kühlen Luft verdorrt. 1000 Flüche auf Daveron und den Mann, der ihn eingestellt hat. Ah. Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für wenn das euer Wunsch ist. Oh, noch ein Wächter. Ich
Die haben echt nicht damit gerechnet, dass ich hier einfach so reinmarschiere, sonst hätten sie mehr als nur ein paar einfache Wachen abgestellt. So. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das war die gesamte erste Etage. Die war auch nicht wirklich groß. Die unteren werden größer. Hier gab es ja auch 3 oder 4 Etagen. So, Safana, mach mal deinen Job. Von mir aus auch so. Hier, wo es Gold wächst, gefällt's mir. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier gibt's kein Gold, Kegain. Nur... Ja, mein Schwenk, Eisen. Euer Wunsch ist. Wow. Hi, Kumpel. Oh, Waffenkammer. Leere Waffenkammer. Falle. Ja, hier wird's lästig. Ja, wie ihr wünscht. Für, aber natürlich, Schätzchen. Ich weiß gar nicht mal, was für Auswirkungen die Meinstiefel auf sie haben. Also abgesehen davon, dass sie schneller rennt. Ob sie dadurch auch schneller Fallen finden kann, wäre praktisch. Ich befinde mich in sehr angenehmer Gesellschaft. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Wenn das euer Wunsch ist. Hey, ihr seid doch diese Abenteurer. Ich ergebe mich. Bitte tut mir nichts. Ich werde auch nicht schreien. Ich will nicht sterben. Lasst mich wieder am Leben. Bringt mich bitte nicht um. Lasst mich am Leben. Macht ihr's? Hä? Hä? Selbstverständlich lassen wir euch am Leben. Erzählt uns einfach alles, was ihr wisst. Tut mir leid, Kuppel, aber wir können niemanden gehen lassen. Schweigt einfach, bitte schweigt. Ich werde brav sein, ich werde den Mund halten. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich keinen Mucks von mir gebe. Yep. Aus diesem Mund wird kein Ton kommen. Ich werde die Lippen so fest zusammenpressen, dass ihr sie mit einem Brecheisen öffnen müsst. Ah, oh, Gott, ey. Okay, Geheimtür. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Geheimtür ist immer gut. Mit Vergnügen. Ja, wie ihr wünscht. Cool ist nicht so gut. Diese Weltverbesserer kotzt. Komm, warum denn ich? Wie kann ich helfen? Das ist ordentlich schneller tot. Okay, ist ein düster Schrecken. Für euch tue ich alle, wenn das euer Wunsch ist. Hat Kegain ein bisschen krank gemacht. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Aha. Nera, box sie mal um. Gut. Ich brauche ein Bier. Ich fühle mich so sinnlich. Wenn das euer Wunsch ist. Ja, dann nehme ich auch gerne eins gegeben.
Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum natürlich kümmern. So, die nächste versteckte Tür. Und hier dürfte dann auch noch eine sein, gell? Wie kann ich... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für mit Vergnügen. Helft mir, bitte. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Helft mir, bitte. Ihr da, wartet mal. Sagt ihr, ich habe recht. Ihr seid nicht die Söldner vom Eisenthron, so viel Ärger. Seid ihr nicht die Söldner, die dem Eisenthron so viel Ärger gemacht haben? Nein, wir arbeiten für die schwarzen Krallen. Geh wieder in die Arbeitssklave. Ja, das sind wir. Wo habt ihr diese Informationen? Ihr seht aus wie einer der Sklaven des Throns. Gut, ich heiße Rin und bin der Anführer der Sklaven unter dem Mantelwald hier. Ich habe schon von euch gehört, weil ich immer gut höre auf das, was die schwarzen Krallen zu sagen haben. Es scheint, als habe der Eisenthron einen hohen Preis auf den Kopf von Brenno hier ausgesetzt. Das seid wahrscheinlich ihr. Genug geredet, wir haben nicht viel Zeit. Ich brauche 100 Goldmünzen. Der Hauptmann der schwarzen Krallen in der ersten Ebene ist nicht gerade für seine Loyalität zum Eisenthron bekannt. Wenn ihr mir das Geld gebt, könnte ich ihn sicher zum Wegsehen bewegen, wenn ich mit dem Rest der Sklaven entkomme. Mehr werden die meisten Krallen mit euch beschäftigt sein. Also was ist? Ja. Das ist jetzt wieder ein Dilemma, das weiß ich nämlich genau. Ich habe jetzt einen Ruf von 16. Wenn ich ihm das Geld gebe, um die Sklaven zu befreien, wird mein Ruf auf 18 ansteigen und meine Gruppe wird rebellieren. Das ist nicht so gut, muss ich sagen. Das will ich auch gar nicht. Also sollte ich ihm das Geld eigentlich nicht geben, aber dann sterben jetzt nachher all die Sklaven, wenn ich die Mine flute. Ich spiele halt einen neutral bösen Charakter. Ich bringe niemanden aktiv um, außer er geht mir gegen den Strich. Ich verfolge aber immer meine eigenen Interessen. Wie gesagt, das ist schwierig für mich, diesen Charakter aufrechtzuerhalten, aber ich tue es einfach. Deswegen kriegt er kein Geld von mir. Die Sklaven ertrinken, auch wenn ich das persönlich nicht so schön finde. Dafür verschlechtert sich mein Ruf wieder und meine Leute sind nicht mehr so sauer auf mich. Was auch wieder ein Vorteil ist. Aber ja, so ist halt der böse One. Einige von euch erinnern sich vielleicht an meinen Undertale One. Wenn nicht, dann guckt ihn am besten auch selber mal. Ich würde niemals die Genozidroute in diesem Spiel spielen. Ich kann es einfach nicht. Das hier fällt mir auch relativ schwer, aber ich tue es einfach mal. Also, ich gebe doch keinem dummen Sklaven mein Gold. Geh weg. Du kaltherziger Schurke. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Bitte. Geh wieder an die Arbeit, Sklave. Tut mir leid, Herr. Ja, ich mache mich sofort wieder an die Arbeit. Ja. So, das sind die Zellen. Und hier wäre Jeslik, den ich eigentlich... Hey, soll ich euch noch was schmieden oder habt ihr den Fluss nicht gefunden? Jeslik ist eigentlich ein Zwerg, den ich sehr gern mag, viel lieber als Gegain. Das Problem ist, Jeslik ist rechtschaffen gut, passt also nicht in meine Gruppe rein. Wir finden ihn viel zu spät. Oh, welch einen erfreulichen Anblick ihr da bietet, wer auch immer ihr sein mögt. Mir hängen diese Räuber zum Hals heraus. Ich bin die meiste Zeit eingepfercht gewesen, doch wenn ihr eine Keule erübrigen könntet, würde ich sie gerne für eure Sache schwingen. Ich habe nicht nur Muskeln, sondern bin auch im priesterlichen Ding bewahrt. Bei Klanggeding eine gute Gelegenheit, früheres Unrecht zu sehen. Kann ich mich euch anschließen? Wir haben keine Verwendung für euch. Seid frei und geht. Ihr begeht eine Dummheit, indem ihr meine Hilfe ausschlagt, doch... Ist ja bekanntlich mit den Dummen das Glück. Sei es wie es ist, dann gehe ich also meinen eigenen Weg. Dennoch will ich euch sagen, wie man diesen üblen Genossen als auswischen kann. Diese Mine hier war vor langer Zeit einmal die Heimat meiner Sippe. Bei der Erschließung eines reichhaltigen Eisenerzlagers durchbrachen wir die Ufer eines Flusses. Die meisten von uns kamen mit den Fluten ums Leben. Die wenigen Überlebenden, ich unter ihnen, beschlossen die Mine auch immer den Verunglückten als Grabmal zu überlassen. Ich verdingte mich als Schmied für den Eisenthron und naiv wie ich war, erzählte ich meinem Freund Rieltar von meiner Vergangenheit.
Die Folter gelang es ihm, den genauen Ort der Mine aus mir herauszupressen. Und jetzt stößt sich der Thron am Grab meiner Sippe gesund, während er der Küste das Eisen vorenthält. Hier könnt ihr sehen, wie man zu der Stelle gelangt, an der seinerzeit der Fluss einbrach. Mit den nötigen Kenntnissen kann man den magischen Stöpsel lösen und die Mine wieder unter Wasser setzen. Tut es für mich und für euch selbst, sofern auch ihr dem Turm feindlich gesonnen seid. Ich werde meinen Weg nach draußen ohne euch machen. Da wird so mancher auf eine blutige Nase gefasst machen müssen. Ja. Und da geht er. Flutung der Mantelwaldmine.